Das da hinten macht gar keinen Sinn. So, Hallöchen, ihr Lieben. Das Licht ist jetzt halt relativ gut, wenn man bedenkt, dass das wir da rüber machen, oder? Nee, das nützt auch nicht viel aus. Ich sitze so. So. Also, ich mache jetzt die Reaktion vom deutschen Longlist-Preis, deutschen Buchpreis, die Longlist. Die wurde vor ein paar Tagen veröffentlicht. Ich weiß nicht mehr genau wann, aber es müsste wirklich noch nicht so lange her sein. Interessiert mich eigentlich gar nicht so, sind meistens nicht unbedingt meine Bücher, darum werde ich sie vielleicht auch ein bisschen ehrlicher bewerten. Aber ich habe jetzt schon ein bisschen reingeschaut und mindestens ein Buch kommt mir bekannt vor. Also, anfangen tun wir mit, ich lese es jetzt einfach hier vor und sehe es auch gleich am Laptop selber. Mit Jeans von Fatma Aydemir. Oder gibt es sogar eine Hörprobe? Kann ich natürlich nicht. Ah. Ah. Ah ja. Glaube ich. Also vom deutschen Buchpreis, die Longlist, habe ich von einer anderen Booktuberin erfahren. Ich glaube, das ist Carinas Bücher, die hat so eine Vorhersage gemacht und ich glaube fast, dass sie Jeans drauf hatte. Ich muss zugeben, dass ich diese Booktuberin dann jetzt deabonniert habe, weil ich finde, dass unsere Büchergeschmäcker ziemlich auseinandergehen und ich momentan ewig noch in ganz A, B, C, ganz am Anfang des A, B, Cs meine Abonnenten durchforce. Da halte ich lieber die Liste ein bisschen kürzer. Also es geht hier jedenfalls um Hüseyin, der 30 Jahre in Deutschland gearbeitet hat. Und jetzt kauft er sich eine Eigentumswohnung in Istanbul. Aber dann stirbt er an diesem Tag. Und ja, seine Familie aus Deutschland kommt dann nachgereist und es gibt eine Geschichte aus sechs verschiedenen Menschen, die zufälligerweise miteinander verwandt sind. Das klingt eigentlich wirklich, die Kurzbeschreibung, sehr relativ schön dafür, dass es ja nicht ganz mein Geschmack ist, die ganze Longlist. Das Cover, ehrlich gesagt, gefällt mir aber gar nicht. Jetzt muss ich mal gucken. Und, hier. Und ich finde ehrlich gesagt auch das Autorenfoto hier halbwegs, nicht unpassend, aber schlecht gewählt. Sie sieht einfach todernst aus. Ja, todernst quasi so. Also sie hat irgendwie, es ist eher nicht nur todernst, sondern eine Mischung aus emotionslos und todernst, irgend sowas. Das nächste Buch hat schon ein viel besseres Autorenfoto. Das Buch sagt mir gar nichts. Es heißt Nebenan von Christine Bilkau. Das könnte vielleicht eine deutsche Autorin sein. Also Bilkau weiß ich jetzt nicht, ob das ein deutscher Name ist. Es geht um einen kleinen Ort am Nordostseekanal. Und dort verschwindet eine Familie spurlos. Das
hinterlässt ein verlassenes Haus. Das wird zum gedanklichen Zentrum der Nachbarn. Und ja, da kommt noch ein bisschen mehr geschrieben. Also ich finde, die Kurzbeschreibung ist ein bisschen verwirrend geschrieben. Aber es klingt doch auch ziemlich spannend irgendwie. Ich weiß nur nicht, also es müssen ja Nachbarn sind vielleicht nicht nur eine Nachbarn, sondern ganz verschiedene Nachbarn. Und da geht es wahrscheinlich auch um ganz verschiedene Leute, also eben diese verschiedenen Nachbarn. Danach kommt das Buch, was mir was gesagt hat. Lügen über meine Mutter von Daniela Dröscher. Das habe ich nämlich auf Vorablesen gesehen und sogar in einem Tag auf Instagram erwähnt. Da ging es um, ich glaube doch irgendwie um starke Frauen oder feministische Bücher, doch feministische Bücher, glaube ich. Oder war es das Umgekehrte? Wie sagt man denn, wenn Frauen diskriminiert werden, jetzt ist mir der Name entfallen. Ich glaube, es ging darum. Also ja, natürlich dann schon quasi positive auch Bücher über dieses weniger positive Thema, wozu dieses Buch wirklich ganz gut zu passen scheint. Es geht hier, glaube ich, einfach um den Vater, der die Mutter, also seine Frau, kritisiert. Er will vor allem, dass sie abnimmt, also das Übergewicht wegbringen. Aber die Frau hört trotzdem nicht auf für die Selbstbestimmung über ihr Leben. Ich glaube, dass hier die Kurzbeschreibung doch ein bisschen anders ist als im Buch. Und ich umschreibe es dann auch oft nochmal mit eigenen Worten. Das nächste Buch ist Freudenberg von Karl Christian Elze. Es geht um einen 17-Jährigen, hätte ich jetzt nicht unbedingt gedacht. Der Sehnsüchte und Träume hat, doch aus irgendeinem Grund hat er keine Möglichkeit, fehlen ihm Worte, um sich verständlich zu machen. Ob das eine Diagnose ist oder nicht, weiß ich jetzt nicht. Aber wahrscheinlich schon irgendwas mit Diagnose theoretisch. Also treffen andere die Entscheidungen über ihn. Und dann findet er in einem Urlaub einen Leichnam eines Jungen. Und er vertauscht Kleidungsstücke, Brieftaschen und Ausweise. Also somit inszeniert er seinen eigenen Tod und nimmt die neue Identität an. Das klingt ein bisschen interessant. Ich weiß jetzt nicht, warum dann dieser andere gestorben ist. Weshalb er das alles so machen muss und warum das jetzt ausgerechnet zufällig passiert ist, ja, ist ein bisschen interessant. Also ich glaube, was haben wir hier? Jetzt sind wir beim fünften Buch. Ich glaube, bisher fand ich Lügen über meine Mutter von Cover noch am schönsten und hat mir auch sonst schon was gesagt. Das sind alles mega hässliche Covers dabei, um ehrlich zu sein. Nebenan von Christine Bilkau hat auch kein so schlechtes Cover, aber ich weiß nicht genau, was das bedeuten soll. Also Lügen über meine Mutter
Ist jetzt auch keine Mutter drauf oder so, aber ich finde, es passt doch aus irgendwelchen Gründen vom ganzen Konzept dazu. Genau, also gehen wir weiter zu auf See. Mal gucken, da ist niemand. Nee. Auf See von Theresa Enzensberger. Okay, das ist auch eine vage Kurzbeschreibung, also die lässt gewisse Themen oder Geschehnisse offen. Irgendwie geht die Welt unter, also weiß ich jetzt nicht, ob das wirklich Science Fiction, Umweltkatastrophe ist oder einfach umschreibend. Aber ja, da wird auf einer Insel vor dem deutschen Festland erwachsen. Diese Insel war oder ist ein Fluchtort für die Gesellschaft, aber kann sein, dass es mittlerweile auch nicht mehr so ist. Aber jetzt ist ihr Glanz vergangen, Algen und Moos überwuchen diese Inseln oder das Wasser. Und dann macht Yada noch eines Tages eine Entdeckung, die alles ins Wanken bringt. Naja, spricht mich wirklich nicht so ganz an. Das nächste Buch ist Trottel. Von Jan Faktor. Ich glaube, es ist eine halbe autobiografische Roman oder was auch immer. Also in Prag studiert er Informatik und er hat dann später eine denkwürdige Bedeutung mit der Teutonenhorde. Und dazu gehört auch seine spätere Frau. Danach zieht er nach Ostberlin, taucht ein in die Underground-Szene von Prenzlauer Berg, gründet eine Familie, erlebt die DDR-Doktrin und die Nachwendejahre. Eine ganz besonders schlimme Erinnerung hat er, die von seinem Sohn, der mit 33 Jahren den Suizid wählte. Ja, ich weiß jetzt nicht, ob der dann mehrere Kinder hatte oder nur diesen einen. Das macht vielleicht noch einen kleinen Unterschied. Aber so im Großen und Ganzen spricht mich dieses Buch trotzdem gar nicht an. Das nächste Buch hierauf ist Aufruhr der Meerestiere von Marie Gamilschek. Darin geht es um Luise, die klug, unabhängig ist und als Meeresbiologin arbeitet. Sie zieht für einen anderen Beruf, also für den gleichen Beruf, aber für eine Beförderung oder so, nach Graz. Und da lebt auch ihr Vater, der plötzlich erkrankt war und lange abwesend, nehme ich mal an. Und dann wird scheinbar auch diese Beziehung wieder ein bisschen aufgenommen. Also ja, die meisten Kurzbeschreibungen, auch die, die mir nicht so ganz gefallen oder ansprechen, klingen schon sehr gut oder eben hier sehr gut zusammengefasst, weil ich glaube, es sind nochmal andere Kurzbeschreibungen aus dem echten Buch. Aber auch dieses andere vorher hat mich jetzt nicht ganz angesprochen. Das nächste ist Blutbuch
Das klingt soweit interessant, dass die Erzählfigur sich weder als Mann oder Frau identifiziert. Offensichtlich unter Pronomen sie geht, jedenfalls wird hier sie erwähnt. Es handelt auch in der Schweiz. Der Autor Kim de Lorison. Man kann da leider nicht gut auf den Autor klicken, aber vielleicht google ich das mal schnell. Geten. Okay, was halt. Ich muss nochmal das aufmachen. Also klingt, da war ein ganz komisches Geburtsjahr. Also 2666. Auf jeden Fall, der Kim de Lorison, wann auch immer der geboren ist. Er hat schon Bezug zur Schweiz. Das wurde sicher absichtlich gemacht. Ich weiß jetzt nicht, wo Gethen ist oder ob das auch, das ist, glaube ich, auch ein Fantasiename. Also es gibt es in, nein, es gibt es nirgends. Ah, keine Ahnung. Aber in Bern war er dann. Was steht hier noch so? Naja, ich weiß jetzt nicht, ob Blutbuch sein erstes Buch ist oder ich glaube schon, fast jedenfalls. Er hatte davor noch versucht, mit Nachwuchspreisen Attention zu erringen, so steht es hier sprichwörtlich. Also ja, aber sein richtiges erstes Buch ist dann Blutbuch. Also eben, diese Person, die sich weder als Mann oder als Frau identifiziert und jetzt in Zürich lebt, hat noch eine Großmutter, die an Demenz erkrankt wird. Und da kann natürlich auch sein, dass dann die Großmutter irgendwie auch so ein bisschen verwirrt ist oder die Person als irgendwie ein ganz anderes Geschlecht darstellt, als sie tatsächlich ist. Aber das bin ich mir jetzt nicht sicher, das steht hier nicht. Auf jeden Fall wird diese Großmutter mit Demenz irgendwie noch wichtig. Es gibt ja mittlerweile schon relativ viele oder es sind am Kommen die so LGBTQ-Bücher, aber ich denke, so im deutschen Buchpreis, das ist nochmal eine ganz andere Sparte, sind die noch ein bisschen seltener. Und darum finde ich das schon sehr toll, dass hier auch so was dabei ist und hoffentlich auch eine gewisse Chance hat. Aber so, was jetzt diese Großmutter damit zu tun hat und alles. Keine Ahnung, weiß nicht, ob das sein muss oder ob es da nicht doch noch bessere LGBTQ-Transbücher irgendwo in dem Romantik, New Adult oder so Genre gibt. Das nächste Buch ist Ein simpler Eingriff von Yael Inokai. Ah, das ist, glaube ich, auch hier eine Frau vielleicht. Der Deutsche Buchpreis, das bedeutet doch eigentlich, dass diese Leute wahrscheinlich. Ah, das ist auch eine Schweizer Schriftstellerin. Also
Aber sicher mit ein bisschen Migrationshintergrund vermute ich jetzt mal irgendwie oder Migration halt in irgendwelcher Weise. Da müsste ich jetzt mal googeln oder weitersuchen, was da, da steht nichts darunter, soweit ich weiß. Es klingt so ein bisschen, war doch da. Vielleicht sieht sie da nur auf dem einen Foto so aus. Also es ist doch nicht ganz, wie ich gedacht habe. Soweit, wie es hier beschrieben steht, ist sie die Tochter von einer Deutschen und eines Ungarn. Es kann natürlich auch sein, dass die Deutsche und der Ungarn vielleicht selber schon eingebürgert waren. Keine Ahnung. Also ich finde, sie hat schon ein ganz bisschen ein asiatisches Aussehen, so ganz ursprünglich, aber egal, es geht ja nicht darum. Es war mehr so ein bisschen, weil diese manchmal sind da auch noch eine ganz besondere Schreibart vorhanden. Aber ich gehe immer weiter aufs Glatteis heraus und mache jetzt einfach da weiter. Ein simpler Eingriff geht um Merit, die Krankenschwester ist. Interessant. Und es klingt so ein bisschen Science-Fiction-mäßig an dem Punkt, wo ein neuartiger Eingriff entwickelt wird, der besonders Frauen von psychischen Leiden befreien soll. Dieser hat schmerzhafte Nebenwirkungen oder Nachwirkungen, aber danach fängt die Heilung an. Hier stellt sich natürlich die Frage, ist das eher so ein bisschen wieder in Frauenunterdrückung, dass die Frauen diese Heilung bekommen müssen, anhand der Meinung der Männer, wie ich es jetzt stark vermute? Oder gibt es einen anderen Grund für diesen Eingriff an besonders Männern? Spricht mich überhaupt nicht so an. Das nächste Buch ist Wilderer von Reinhard Kaiser-Mühlecker. Das hat jetzt eigentlich auch wieder ein relativ schönes Cover, auch wenn ich bei vielen sagen muss, dass ich nicht weiß, was es mit dem Geschehen zu tun haben soll. Das sieht so ein bisschen wie eine Zeichnung aus mit Straße in Blau oder einem Fluss oder zwei Flüssen. Das weiß man jetzt nicht. Und sowas wie eine Wüste, ein bisschen grün. Sehr schön jedenfalls. Darin geht es um Jakob, der in einer traditionellen Welt in Oberösterreich aufwächst. Und die Verantwortung für einen Hof übernimmt. Ob das ein Bauernhof oder nur ein Haus ist, weiß ich jetzt gar noch nicht. Da gibt es noch ein paar weitere Details, die könnt ihr vielleicht selber nachlesen, die schon spannend klingen, aber für mich jetzt auch nicht viel mit der Geschichte zu tun haben. Es sei denn, man will sich spoilern möglicherweise. Danach entwickelt sich wahrscheinlich eine Liebesgeschichte, denn er lernt Katja, eine Künstlerin aus der Stadt, kennen. Ja. Aber es wird auch noch so ein paar weitere Problemchen geben in dieser Beziehung. Spricht mich eigentlich auch gar nicht an. Ein weiteres Buch ist Geschichte eines Kindes von Anna Kim. Genau, das hat, glaube ich, auch die Carinas Bücherwelten oder so vorgeschlagen. Darin geht es nämlich um
warte mal. Hier steht wieder, irgendwie eine 20-jährige Telefonistin bringt 1953 ein Kind zur Welt. Ich glaube, Telefonistin, ich weiß nicht mehr, ob das, ob da nicht noch ein wichtigerer Begriff dahinter steckt. Das Kind wird zur Adoption freigegeben. Oh, was? Nein, das ist, glaube ich, doch nicht dieses Buch, oder? Das verwirrt mich jetzt. Das Baby ist anscheinend nicht weiß, obwohl die Mutter das angegeben hat. Ich nehme mal an, es ist jetzt auch nicht richtig schwarz, um mal im Gegenteil zu reden. Keine Ahnung, was denn da das Problem war, dass es so halb weiß, aber nicht ganz weiß ist. Und dann soll eben die wahre ethnische Herkunft des Kindes ermittelt werden. Das klingt sehr verwirrend, und weshalb man es dann nicht einfach sein lässt. Das ist doch eigentlich egal, ob das Kind weiß ist oder nicht. Und wenn jetzt angenommen, dass es, also es spielt in USA, aber angenommen, das wäre jetzt irgendwie das Kind von, ich glaube, Amerikaner und Deutschen, das wäre vielleicht schon damals ein bisschen skandalös gewesen, hätte man aber vielleicht nicht entdeckt, keine Ahnung. Und das wäre dann vielleicht eher in Deutschland selber, hätte es dann spielen müssen, sei denn, dass die Frau da irgendwie auf Amerika ausgeschifft ist. Gehen wir jedenfalls weiter zum nächsten Buch. Rumbo von Esther Kinski. Es geht hierbei um zwei Erdbeben 1976 im nordöstlichen Italien. Das hat übrigens doch eigentlich ein bisschen schöneres Cover. Ich habe doch vorher behauptet, alle sind nicht so schön, aber ein paar beim genauen Ansehen sehen dann doch wieder schön aus. Es geht hier um sieben BewohnerInnen eines abgelegenen Bergdorfs. Ich weiß jetzt nicht, ob das dann ein richtiger Roman ist oder doch vielleicht ein paar echte Erfahrungsberichte. Auf jeden Fall geht es um diese zwei schweren Erdbeben und was sie angerichtet haben. Und offensichtlich ist das der Autorin Esther Kinski wichtig, über diese zwei Erdbeben zu berichten, die auch schon ein bisschen her sind. Ja, meine Meinung ist ähnlich wie bei den vorherigen meisten Büchern. Das nächste Buch ist Dagegen die Elefanten von Dagmar Leupold, wieder mit einem nicht so schönen Cover. Ich glaube, das ist das Cover, oder? Das Cover klingt, sieht so ein bisschen aus, als wäre da ein Buch im Buch. Das ist eigentlich gar nicht so übel gemacht, aber gefallen tut es mir trotzdem nicht ganz. Es geht um Harald, der Mann in der Garderobe eines Theaters. Und einen zurückgebliebenen Mantel, in dem eine Pistole steckt. Scheinbar geht er dann nicht zur Polizei oder keine Ahnung, was auch immer logisch wäre, sondern dieser Mantel und vielleicht auch die Pistole, wenn sie überhaupt etwas bewirken, dann Hä?
das ist sehr kompliziert geschrieben. Also irgendwie gibt es da jedenfalls noch eine Frau, die auch im Theater arbeitet. Sie blättert die Noten um und Harald verehrt sie. Und aus irgendwelchen Gründen hat jetzt der Mantel und die Pistole irgendwas damit zu tun. Und hier ist auch ein furchtbar komplizierter Satz, den ich jetzt nicht wiedergeben will. Naja, ich hasse so komplizierte Sätze und enthalte mich jeglichen Kommentars. Das nächste Buch ist Spitzweg von Eckhart Nickel. Hier zur Abwechslung wieder ein bisschen ein schöneres Cover. Sieht so ein bisschen wie aus dem historischen Zeitalter entsprungen. Es geht um einen Erzähler, der zufriedener Kunstbanause ist und ein Karl, ein Freund, der Karl heißt und von ihm bewundert wird oder von anderen oder von allen. Und ich nehme mal an, Karls Passion oder vielleicht auch die vom Autor. Erzähler, aber ich behaupte mal, es ist Karl, geht so weit, dass er ein Verbrechen begeht und darum wird diese Freundschaft auf eine schwere Probe gestellt. Irgend so, wenn ich das richtig interpretiert habe. Also was dieses Cover jetzt damit zu tun hat, in welchem Jahr, in welcher Zeit das überhaupt spielt, ist hier nicht ersichtlich. Das Cover sieht ein bisschen wie ja, 19., 18. Jahrhundert aus. Ja, keine Ahnung. Das nächste Buch, In Dschungeln, in Wüsten, im Krieg von Gabriele Riedle. Ist wahrscheinlich auch doch ein wenig ein echter Roman. Es geht um den berühmten Tim H. und vielleicht auch, was er nach seinem Tod bewirkt hat. Und eine Reporterin, die mit ihm unterwegs war und jetzt weiter von ihm erzählt und was eben einfach von allem. Warte mal. Naja, sie war ja bei seinem Tod nicht dabei, meinte ich, aber trotzdem erzählt sie, wie er gestorben ist. Keine Ahnung. Und es geht hier um Orte und Länder in Afghanistan, im Dschungel von Papua-Neuguinea, in der Mongolei und im Kaukasus. Das müsste also der Erste Weltkrieg gewesen sein, über den ich mich zufälligerweise kürzlich informiert habe, der wirklich überall gespielt hat. So, nur noch 1, 2, 3, 4, 5 Bücher. Nachher muss ich noch ein bisschen Schritte machen, an nur noch 100. Das mache ich easy. Das nächste Buch ist 153 Formen des Nichtseins mit einem sehr interessanten Cover. Einer unaussprechlichen Protagonistin, Xenia oder so, die Russin ist, nein, sie ist Russin, sie ist Deutsche, sie ist Jüdin, also alles verschiedene Sachen ist sie. Sie hat auch mit den Zeugen Jehovas zu tun gehabt.
Sie ist eine junge Frau, Mutter, Schriftstellerin, Wissenschaftlerin geworden. Es müsste schon ein Roman sein von Slata Rochal. Es geht dann weiter, interessant weiter, denn sie sammelt, also die Xenia oder so. Meistens werden diese Namen ja voll kompliziert ausgeschrieben, aber in Wirklichkeit ähnlich ausgesprochen wie im Deutschen. Darum habe ich jetzt das mal irgendwie so vermutet. Diese sammelt eBay-Anzeigen, die das Wort Russisch enthalten, und beobachtet auch andere Nationalitäten, die sie hat, zum Beispiel israelische Verwandte auf Facebook. Sie reist in arabische Länder. Und es gibt auch diese vagen Erinnerungen und Traumas und so weiter, an die sie sich erinnert. Es klingt so halb interessant. Es ist für mich wahrscheinlich auch ein bisschen zu viel verschiedene Identitäten, die hier irgendwie verworben werden. Aber ich denke, für andere Leute kann das schon sehr interessant sein. Ein weiteres Buch ist Kangal von Anna Jelitz-Schenke. Das geht um ein junges Paar in Istanbul. Und die Stadt hat sich für sie aber verändert. Und Dilek, das müsste die Frau sein, die steigt in ein Flugzeug, ohne dass ihr Freund etwas weiß. Sie heißt online Kangal und landet bald in Frankfurt. Und Dilek hat wahrscheinlich noch eine Cousine in Deutschland und bei der meldet sie sich jetzt eben. Und wird bei ihr unterkommen. Und in der Zeit sucht natürlich auch ihr Freund Tekin sie in Istanbul und macht sich Gedanken über die Beziehung, wie sich das entwickelt hat, warum sie nicht mehr hier ist oder so. Das nächste Buch ist Flux von Jochen Schmidt. Eigentlich wirklich ein sehr schönes Cover. Nur das Gebiss hier drauf ist ein bisschen too much. Es geht um Richard Sparker, der mit seiner Familie zurückfährt ins geliebte Kindheitsparadies. Und in der Zeit hat eine Familie dieses Haus und Garten versorgt und die sind jetzt eben gestorben. Aber der Garten ist nicht. Trotzdem, obwohl das Haus und alles ja jetzt ein richtiges Idyll wurde, soll es jetzt abgerissen werden oder wurde es sogar schon oder wurde schon alles in die Gänge geleitet. Es geht dann natürlich dann um Erinnerungen. Und ich glaube, eben dieser Abriss und alles kann dann wahrscheinlich nicht verhindert werden, so wie es klingt. Keine Ahnung. Es klingt eigentlich schon recht spannend. Das nächste Buch ist Eine Liebe in Pyongyang von
Andreas Stichmann. Es geht um die 50-jährige Claudia Ebischer, die eigentlich keine starken Empfindungen fühlt, nehme ich mal stark an. Und sie reist an der Spitze einer Delegation junger Kulturschaffender nochmal nach Pyongyang. Warum Kulturschaffender und warum das letzte Mal, weiß ich nicht. Und kurz nach der Grenze begegnet ihr irgendetwas, wahrscheinlich eher etwas als jemand, was eine alte Sehnsucht in ihr weckt. Und vielleicht, keine Ahnung, jetzt komme ich gar nicht mehr draus, das Phänomen hat scheinbar einen Namen, das erfährt sie, wahrscheinlich erst mit der Zeit, so wie es hier beschrieben ist. Und irgendwas steht jetzt hier noch über Sunmi, die Germanistin, Dolmetscherin und Agentin der DVRK ist. Also ob das jetzt wirklich ein Phänomen oder doch eine Frau ist, was ja dann wieder die Beziehung zwischen zwei Frauen behandeln würde, falls es eine erotische Beziehung würde. Aber auch wenn nicht, wird es sicher irgendwie eine intime Beziehung. Wäre das ja wieder wie das Buch von Morrison irgendwo. Blutbuch, ein bisschen LGBTQ-mäßig. Also, aber nur dieser kleine Teil würde mir auch gefallen. Das andere hat mich jetzt hier auch nicht so ganz angesprochen. Und das Cover auch erst recht nicht. Es sieht zwar nicht schlimm aus, aber ich finde, es ist so sehr eine typialisierte Form von einer wahrscheinlich chinesischen Frau, von der man übrigens auch nur die Lippe sieht. Immerhin passt es ja dann zum Buch und ein bisschen was von der Kleidung. Das finde ich zu sehr Klischee, zu sehr einfach das Bild von einer chinesischen Frau. Okay, das nächste und letzte Buch ist von Heinz Strunk, der doch schon auf einigen Listen war. Ich kenne mich damit aber sonst auch gar nichts aus. Ein Sommer in Niendorf. Ich glaube, es geht um drei Personen, ein bürgerlicher Held, ein Jurist und dann namentlich genannt ein Schriftsteller namens Roth. Es kann aber auch sein, dass Roth alles drei ist, aber ich behaupte, es sind drei Personen. Oder doch nicht. Nein, dann müsste es hier Mehrzahl sein bei Begibt. Doch Roth ist, glaube ich, alles zusammen. Der sein wichtiges Buch schreiben will. Das ist nämlich ein Racheakt mit über seine Familie. Es gibt einen Strandkorbverleiher, der aus irgendwelchen Gründen sehr, sehr böse ist, in Anführungszeichen, hier als dämonischer Geist bezeichnet, und dessen Freundin, die zumindest in Roths Augen eine absolute Nicht-Traumfrau ist. Ob jetzt da noch eine Affäre geschieht oder nicht, weiß ich nicht. Auf jeden Fall sollte ihn das ja eigentlich nicht interessieren, weil es sowieso nicht seine Frau ist. Aber es klingt so ein bisschen, als würde dann doch dieser Nicht-Traumfrau in Klammern eigentlich verfallen. Und also
wenn ich das so lese, dieses Wirre, was weiß ich, dann frage ich mich, warum Heinz Strunk überhaupt jemals auf so einer Liste ist, weil mich das sicher eines als am wenigsten ansprechen würde. Wenn ich jetzt hier eine vage Prognose über Bücher, die weiterkommen könnten, geben soll. Einige habe ich schon fast wieder vergessen. Lügen über meine Mutter vielleicht. Blutbuch von Kim de Lorison. Geschichte eines Kindes war doch irgendwie interessant. "153 Formen des Nichtseins" vielleicht auch. Also ja, das war es dann, glaube ich, schon. "Flocks" vielleicht auch noch. Also es sind jetzt natürlich auch alles Bücher, denen ich eine Chance gebe in diesem Buchpreis, obwohl mich dieser ganze Buchpreis bedingt gar nicht anspricht. Also ich glaube, dann kann ich dieses Video beenden und bin dann mal gespannt, welches Buch es tatsächlich wird. Tschüssi.